mich, wenn du am Boden liegst. Spreiz deine Flügel, ich will sehen, wie du nach oben fliegst. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, doch starke Mädchen weinen nicht. Herzlich willkommen bei der Rapper Lüfter von mir, falls ich meine Damen und Herren. Heute schauen wir von Dame Dr. Google an, featuring Frozan. Ich habe es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Aber nichtsdestotrotz, gehen erstmal die ganzen Grüße raus bei mir hier. Dr. Google, erstmal abgehakt. So, Grüße raus an die ganzen Dame-Supporter. Freunde der Sonne, fühl dich gegrüßt. Wir haben Leute zu Salz Gaming HD gekriegt und Reaper 1327. Grüße aus, auch an die netten Herrschaften. So, wir legen los. Ich bin gespannt, ich bin heiß. Es kann losgehen. Das Video ist schon ein bisschen funky. Ich bin gespannt. In jedem Krankenhaus grüßt man mich mit Vornamen und laut Diagnose geht es mir ja auch hervorragend. Doch meine Haut, sie fühlt sich an wie Elefantenleder und den ganzen Tag riecht es irgendwie nach verbrannten Federn. Der Weg zum Apotheker kann dann schon mal länger dauern, weil die nächsten Krankheitserreger schon um die Ecke lauern. Also reimtechnisch jetzt noch nicht so, aber ich habe ungefähr das Gefühl, in welche Richtung das gehen soll. Handy hält's mal jetzt. So. Lass ich mein Date sausen, sie könnte ihr Herpes haben. Und auch der Kaffee ist nicht gar gut bei Angst vor Herzversagen. Und auch wenn die Ärzte sagen, dass man mich noch retten kann, ist mein Trolley längst ein fahrender Medikamentenschrank. Ich verlass das Haus nur noch mit Atemschutzmaske. Ich bin vorsichtig geworden, seit ich letzten Winter Parkinson hatte. Seit diesem Vorfall werde ich täglich behandelt. Ich habe Krämpfe und das liegt nicht am Magnesiummangel. Okay, die Ausgangssituation ist also in dem Song, dass Dame anscheinend krank ist. Und wahrscheinlich hat er Dr. Google einfach gefragt, beziehungsweise noch die Diagnosen gefragt, was er haben könnte. Und deswegen tut er quasi die ganzen Symptome versuchen zu behandeln, selber zu behandeln, so gut wie es geht. Mit Medikamenten, mit Atemschutzmaske, dass keine Bakterien oder Staubkörnchen in die Lunge geraten, etc., etc. Steifen sich die Glieder, es ist heiß, ich habe Fieber. Dr. Google ist sich sicher, dass sie seitliche Angliedern nicht schon wieder. Oder ich hole meinen Anwalt. Ich hab die Befürchtung, dass meine Befunde fehlerhaft sind. Ich bin ein THC-Anfall für die Anstalt. Herr Doktor, vielleicht sind meine Leiden ja genetisch bedingt. Denn ich fühle mich so krank. Die Würmer bilden sich in Zieren. Sie durchflügen den Verstand. Guck, Alter. Mit dem funkigen Beat zusammen? Voila, gibt's. Schade, es ist leider nicht auf den Kanal von Demo geladen, sondern hier. Sonst hätte ich jetzt ein Like gegeben. Wie der Beat, also der, die Hook hat echt was. Sie durchflügen den Verstand und ich bin müde und frustriert. Gib mir das Aspirin plus 10, meinen Tee mit Honig und Nippe. Denn meine Selbstdiagnose lautet chronische Grippe. Ich male Krankheitsbilder an die Wand aus meiner Medizinbibel und am Badezimmerschrank hängt mein Cholesterinspiegel. Ich bin Asthmatiker. Medizinspiegel, Cholesterinspiegel. Ja, warte mal. Ich hab das jetzt falsch verstanden, oder? Warte mal nochmal zurück. Und am Badezimmerschrank hängt mein Cholesterinspiegel. Ich bin asthmatische Grippe. Ich male Krankheitsbilder an die Wand aus meiner Medizinbibel. Und am Medizinbibel. Ah, okay. Badezimmerschrank hängt mein Cholesterinspiegel. Ich bin asthmatisch. Stockreim. Medizinbibel auf Cholesterinspiegel. Nicht schlecht, mein Freund. Ich hab ein Staubproblem, kann ohne Hautcreme und den Inhalator nicht nach draußen gehen. Wenn ich zu Hause bin, sitze ich im Operationskittel nachts auf meiner Latex-Couch voll mit Desinfektionsmittel und Mundschutz im Gesicht und einer Decke aus Alu. Denn ich hab Angst vor Umweltgiften und elektrischer Strahlung. Mein Arzt sagt, ich bin gesund, ich hab nur ein paar Schrauben locker, doch ich fühle mich. Ey, da sind echt coole Reime drin. Muss ich einfach sagen. Ich fühle
fühle mich wieder krank und bin sicher, ich brauche einen Doktor. Und seit 3 Wochen gehe ich jetzt zum Veterinär und nehme dem Meerschweinchen Medikamente 10-fach verstärkt. Ja, und der Schimmelpilz im Kühlschrank produziert Penicillin, denn ich hab Panikattacken, wenn jemand neben mir niest. Lassen Sie die Praxis oder ich. Starker Part von Ihnen, alle Fälle. Aber ich hole natürlich wieder schön von Dave. Und natürlich tut Frohsan, ich habe keine Ahnung, wie ich den nicht näher aussprechen soll. Der verstoßene Bruder wahrscheinlich von Tarzan. Spaß, alles nur Spaß natürlich. Tut natürlich in der Hook noch ein paar Adlibs im Hintergrund machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt gerade meinen Kopf hören. Oder meinen Anwalt. Ich habe die Befürchtung, dass meine Befunde fehlerhaft sind. Ich bin ein Tierarztienfall für die Anstalt. Herr Doktor, vielleicht sind meine Leiden ja genetisch bedingt. Denn ich fühle mich so krank. Die Würmer wühlen sich in Sinn. Sie durchflügen den Verstand. Und ich bin müde und frustriert. Verlassen Sie die Praxis oder ich. Echt guter Song, Alter. Ne, der Hook. Und ja, Frohzahn tut wirklich ein. Im ersten Part der Hook, die Adlibs im Hintergrund sprechen. Herrlich. Es ist oder ich hole meinen Anwalt. Ich hab die Befürchtung, dass meine Befunde fehlerhaft sind. Ich bin ein Tierarztienfall für die Anstalt. Herr Doktor, vielleicht sind meine Leiden ja genetisch bedingt. Denn ich fühle mich so krank. Die Würmer wühlen sich in Sinn. Sie durchflügen den Verstand. Und ich bin müde und frustriert. Echt guter Song, Alter. Ich stehe natürlich auf solchen funkigen Beats. Nice, einfach nur. So, und das war der Song Dr. Google mit Dame und featuring Frohzahn. Sorry, wenn ich dich falsch ausgesprochen habe. An der Stelle tut mir echt leid. Aber ein echt chilliger Song. Wo man natürlich so ein bisschen erkennen kann, dass es um was es geht. So, aber trotzdem. Und Frohzahn tut einen echt stabilen Part abliefern. Muss man einfach sagen. Natürlich könnt ihr da eben die Kommentare. Also, ich finde den Song relativ chillig mit dem Beat zusammen. Dann haben wir den schönen ruhigen Anfangsteil von der Hook und dann schön. Die Gesang-Hook, die etwas kräftige gesungene Hook von Dame noch im zweiten Teil. Nice, einfach nur nice. Ihr könnt natürlich wieder wie immer alles in die Kommentare schreiben, was ihr gerne möchtet. Aber äußerstes Gebot, Anstand, meine Damen und Herren. Link natürlich wie immer oben in der Infobox. Wie der Kanal, wo ich das Video angeguckt habe, oben in der Infobox. Dann haben wir den Kanal von Dame, der den Song halt produziert hat. Noch oben in der Infobox. Social Media Plattform von mir irgendwo am Arsch der Welt. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und macht irgendwas Sinnvolles. Ihr kleinen Ficker.